Ja, moin moin. Es ist wieder ein Leseschatz ins Taschenbuch gekommen von Anne von Kanal. Das ist ein Buch, was mich jetzt nochmal aufrührt bzw. berührt, weil Anne von Kanal am 20. Oktober 2022 verstorben ist. Sie ist relativ jung verstorben, sie ist an einer heimtückischen Krankheit gestorben und hinterlässt, finde ich, eine Lücke, weil sie hat mich mit ihren Büchern immer wieder sehr berührt. Ihr Debütroman damals, Der Grund, der immer wieder die Frage stellte, wie oft ein Mensch im Leben neu beginnen kann, war ein sehr tiefgründiger Text, wenn man es denn wollte, war aber auch ein leichter Text mit auch wiederum Humor, aber auch mit vielen philosophischen, poetischen Anspielungen. Danach lotete sie erneut die Grenzregionen aus mit White Out und mit Isabel Bogdan zusammen schrieb sie Irgendwo ins grüne Meer, tolle Inselgeschichten. Ihr letzter Roman, I Get a Bird, den hat sie mit Heiko Deutschmann verfasst. Es war lange in ihr drin, die Idee, einen Briefroman zu schreiben. Das ist ja eigentlich nichts Neues, aber diese Art, diese Herangehensweise ist doch irgendwie einzigartig. Sie haben sich beide verabredet zu diesem Briefroman. Besprochen wird lediglich, dass etwas gefunden werden sollte, was den Auftakt gibt, dass zwei fremde Menschen sich brieflich näher kommen. Dann wird eine Münze geworfen und irgendwann legten sie los. Es ist die Geschichte von Johann und Jana, die sich durch Briefe kennenlernen. Es gibt noch eine weitere Perspektive im Buch, die diese Briefe zusammengetragen hat und auch in die richtige Reihenfolge gebracht hat. So gibt es hier also dementsprechend drei Perspektiven, in denen wir als Lesende eintauchen können. Es ist Johann, der den ersten Brief schreibt. Er ist Busfahrer hier in Neumünster. Im Wendehammer findet er eines Tages in einer Telefonzelle einen Timer mit Notizen drin und er weiß auch, wer denn dieser Timer gehört. Dieser Timer ist, den tut er in einer Tüte, beziehungsweise in einer I Got a Bird, daher dieser Titel auch. Er vergisst diese Tüte und weil er sie irgendwann beim Aufräumen ziemlich viel später wiederfindet, ist er gerührt und weiß auch nicht richtig, sich damit umzugehen und hat das Bedürfnis, einen Brief mit beizufügen, warum das so lange bei ihm war und warum er es jetzt erst zurückschickt. Durch diese Anonymität, weil er ja einer fremden Person schreibt, öffnet er bei sich Schleusen. Das heißt, er schreibt mehr, als eigentlich dieser Fund mit sich bringt. Und er bekommt Antworten. Und so baut sich langsam ein Briefwechsel auf, der erstmals tänzelnd um die beiden Figuren entsteht, dann immer mehr zulässt und auch eine Nähe zukommen lässt und die beiden sich eigentlich auch näher sind, als man ahnen könnte. Beide voller Schmerz, aber auch Hoffnung auf Erlösung, beziehungsweise Hoffnung auf Auslösung der ganzen Dramatik, die sie erlebt haben. Weil warum war der Timer dort in der Telefonzelle? Warum hat die Frau den damals dort vergessen? Sie wollte natürlich jemand Wichtiges telefonieren, weil im Timer war eine wichtige Telefonnummer notiert. Aber weil er in der Bus fuhr, ist sie schnell in den Bus gesprungen und hat das dort liegen gelassen. Er wiederum versucht auch jemanden zu kontaktieren, und geht halt in jene Telefonzelle und findet diesen Timer. Beide haben ein Anliegen, jemanden zu erreichen, ein klärendes Gespräch zu führen, was aber nicht funktioniert. Und in Folge tauchen wir ein in ihre Geschichte, Familiengeschichte, voller Dramatik, Lügen und Wendepunkten. I Got a Bird ist also ein zarter kleiner Vogel, der doch zuweilen schön singt, wie Anne von Kanal es selber zu mir mal gesagt hatte. Ein schöner Roman, ein Briefroman, der wie alle ihre Romane Tiefe zulässt, philosophisch sind, leicht zu lesen sind, aber auch unglaublich viel Spaß machen. Also, wer es noch nicht kennt, sollte sich die Zeit nehmen, die Bücher von Anne von Kanal zu lesen, dabei viel zu entdecken. Also dabei, ich verspreche, wird viel zu entdecken sein. Ich wünsche erlesene Stunden, bleiben Sie belesen, haben Sie viel Spaß dabei. Bis bald, hier im Leseschatz. Tschüss!